zu einer weiteren Folge Real Farming Alice 19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Hat einer einen Wetterbericht gelesen? Ja, Wetter soll konstant bleiben. Ja, es sieht nämlich gerade nicht so aus. Ja, bewölkt soll es bleiben, aber es soll nicht regnen. Okay. Ja, kleine Runde sind wir heute. Ich glaube, wir können uns auch an den Tisch setzen, oder? Vielleicht ein bisschen bequemer. Ich bleib stehen, ich saß heute schon den ganzen Tag auf dem Trecker. es geht darum, dass wir ja heute die, wer sich aufstellen lassen möchte, für die neuen Gemeinderäte, dazu, Neumi, wie schaut es denn bei dir aus? Willst du nochmal? Ja. Du willst nochmal? Was ist mit dem anderen, mit dem Müller? Der hatte mir die vorbeigeschickt. Okay. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, meine Herren, ich werde nicht mehr kandidieren. Oh. Ja, ist mir einfach zu viel Stress. Ich habe so viel Produktion und Feldarbeit zu tun. Da ist es einfach nicht mehr so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen selber von mir enttäuscht. Weil ich einfach ja eigentlich gedacht habe, dass wir die Wirtschaft ein bisschen mehr vorankriegen. Und obwohl wir die 25% Subventionen gemacht haben, hat es nicht ganz geklappt. Von dem her möchte ich da gerne den jungen, ambitionierten Mitgliedern der Gemeinde die Chance geben. Okay. Ja. Genau. Dann hören wir uns mal an, was die Jugend zu sagen hat, boah. So schaut's aus. Herr Blaubeer. Ja. Ich muss mal ganz ernst ein Wort mit Ihnen reden. Oh, was habe ich getan? Ich bin der Volker. Ja, ich bin der Björn. Ja, schön. Weil jedes Mal dieses Persi hier, das gefällt mir das ja gar nicht. Das geht gar nicht. Ich wollte das auch schon immer, aber sowas macht man ja persönlich und nicht am Telefon. Besser nicht. Und, okay, exakt. Gut. Okay, dann haben wir das geklärt. Genau. Prosit, ne? Jo, gerne. Volker Warner rufen hier. Volker Warner, hallo? Hallo? Ja, wo bist denn du? Auf dem Weg. Oh, gib Gas, ey. Bist du auf dem Grill hängen geblieben, oder was? Ja, ich hab kurz einen kleinen Stopp gemacht hier. Da war so eine neue Frittenbude. Ihr hättest einen Mehmet gehabt. Der hat aber gerade zugemacht. Hast du Pech gehabt? Mehmet! Da fahr ich die Tage nochmal vorbei. Ja, red jetzt nicht. Komm her. Tschüss. Ja, tschüss. Da schau mal gleich mal, wie der angeschossen kommt. So. Ach, da kommt. Oh, das geht. Der hat noch meinen Anhänger dran. Hilfe! Hilfe! Ja. Okay. Ja. Wenn mein Anhänger abgeschleppt wird, dann hast du aber ein Problem. Ich bin ja selber das Abschleppunternehmen. Dann schlepp ihn mal ab. Jo, Jungs, also komm, wir müssen Jalla machen hier. Ja. Ich würde sagen, bei mir gibt's nachher noch Bier für den Geburtstag. Hoffe alkoholfrei. So, ich habe gerade mitgeteilt, Jungs, dass ich nicht mehr kandidieren werde, aber die anderen zwei. Du nicht mehr? Nee, ich nicht mehr. Zu viel Stress. Welche anderen zwei? Die Alten. Der Neumann und der Müller. Der Müller. Der Lukas. Ja, du weißt schon welcher. Ich muss noch ganz kurz rüber in den Aldi. Bin gleich wieder da. Der Aldi ist Lidl. Da. Meine ich doch. Bleib jetzt hier, du Held. Ja. Wir müssen hier vorwärts machen. Wird schon dunkel. Warum ist denn eine Tüte? Also, dann würde ich empfehlen, dass erstmal die Stimmen gehört werden, die nicht anwesend sind. Falls es da welche gibt. Ja, der Lukas, ne? Also die hast du. Ja, den hab ich. Gut, dann schieß mal los. Geben wir den Herrn Neumann mal Licht. Hey, da ich heute leider nicht bei euch sein kann, werde ich mein kleines Wahlprogramm... Moment, stopp, ich muss kurz... Steht es so? Da? Ja, das steht da. Das steht mit Hey da. Ja. Okay. Eben zuschicken. Ich möchte nochmals bei allen entschuldigen, was für Mist... Verstände und durch den Ang-
Gerichtstermin gab. Diese werden selbstverständlich nicht mehr vorkommen. Ich hoffe, Sie werden mich trotzdem wählen. So nun ans Eingemachte. Ich möchte das nicht ein Alleingang gehen und definitiv immer ein gutes Verhältnis zu den Bürgern wahren. Weshalb ich Sprechstunden versuchen werde einzuführen. Straßen durch das passende örtliche und regionale Bauunternehmen RaceX durchführen lassen. Straßen durch das passende örtliche und regionale Bauunternehmen RaceX durchführen lassen. Mehr interessant, und was meint er damit? Wahrscheinlich Sanierung. Wahrscheinlich hat er nicht gewusst, wie man Sanierung schreibt. Subventionierung der Landwirtschaft und dadurch Existenzsicherung des LUs und des Landhandels. Weiterhin eine stabile Wasserversorgung gewährleisten. Regelmäßiges Kontrollieren der Landwirte zu fairen Wettbewerbssicherung. Wie viele Seiten hatten der aufgeschrieben? Eine. Oh, wahrscheinlich mickrig klein. Ja. Förderung zur Verbesserung der lokalen Breitbandnetzwerke, Ausbau durch örtliche Unternehmen, Erneuerung der Polizeiflotte und Gründung einer Zollflotte sowie die klimafreundliche Polizeistaffel. Traktoren mit Elblue mit 10% Subventionen und so bessere Luftqualität zu gewährleisten. So, war es nun. Und vergessen Sie nicht, bei Problemen immer Bescheid zu sagen. Mit vielen Grüßen, Lukas Müller. So, das war der Aufsatz. Jetzt viele Landwirte dabei, oder? Nochmal lese ich das garantiert nicht vor. Der hat die Landwirte mit angesprochen. Waren da jetzt so viele Rechtschreibfehler drinnen oder konnten sie einfach nicht sprechen, Herr Neumann? Ich glaube, das waren einfach viele Rechtschreibfehler. Okay. Sonst gab es keine abwesenden. Nee, also ich habe nichts mehr. Dings da, hier. Okay. Willst du dann gleich deine nochmal vortragen? Nee. Kann erstmal. Er hast gerade genug geredet, gell? Trink mal. Ja. Wer will denn noch? Du? Habe ich gehört. Ja. Weiß nicht, sonst wer will. Sonst keiner. Wer will denn von euch noch? Der Herr Drissler auch noch, okay. Ich würde auch eigentlich gerne, aber ich habe nichts vorbereitet, dadurch, dass ich wegen dem Verkehrsunfall noch im Krankenhaus war. Ja, Sie können auch frei Nase hier machen. Spontan. Ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert wird, aber ich könnte es versuchen. Nicht auf Sie gerichtet, Herr Diesel. Ja, jetzt fangen Sie an, jetzt stehen Sie schon da oben. Komm, fang an, Marcel. Trissler. Ja. Also wir brauchen natürlich mehr Sicherheit, weil der Herr Richter wurde ja gekündigt, wie es mitbekommen hat jeder. Und deswegen müssen wir neue Polizisten anschaffen. Dann müssen natürlich auch Arbeitsplätze und die Industrie gestärkt werden durch neue und weitere Subventionen, damit die Wirtschaftskraft gestärkt wird. Internet, das ist natürlich auch ein Thema, weil es gibt immer noch viele Versorgungslücken. Dann die Straßen, die sind oft verunreinigt. Da sollte man überlegen, dass man vielleicht ein Reinigungsunternehmen dafür beauftragt. Und für die städtischen Aufträge sollten die Aufträge öffentlich ausgeschrieben werden, damit ein Konkurrenzkampf auch entsteht und nicht nur ein Unternehmen damit gefördert wird. Oh. Und moderne Fahrzeuge für die Polizei, die sind natürlich wichtig, damit die Luftqualität deutlich besser wird. So. Aber da steht noch ein niegelnagelneuer T5, noch moderner. Ich denke mir auch, die hauen unsere Steuergelder raus ohne Ende. Mann. Und auf wen werden die Kosten für die Straßenreinigung zurückgeführt? Den Steuerzahler. Kannst du dir mal überlegen, Björn. Ja. Aber mal was anderes, Herr Drissler. Ja. Wir sind hier eigentlich mit den Landwirten. Ich wusste gar nicht, dass die Polizei anschaffen geht. Also Herr Wachhunder. Sie haben in Ihrem ersten Satz gesagt, Sie wollen neue Polizisten anschaffen.
Ja, das Problem ist, wie Sie wissen, der Herr Richter wurde ja gekündigt. Wir brauchen neue Beamte. Ja, aber dann stellen Sie die hoffentlich ein und schicken die nicht anschaffen. Na, das natürlich, die werden eingestellt, das ist klar. Gut. Aber was ist denn eigentlich... Aber dafür muss er erstmal neue von der Polizeischule finden. Mit den Bauern, das ist die Arbeitsplätze sichern und die Industrie stärken durch weitere ja, und bestehende Subventionen. Was ist denn mit dem Bauer unterstützen? Was sind die Arbeitsplätze sichern und die Industrie stärken? Ja, aber wie sollen wir sie stärken, wenn die finanziellen Mittel fehlen? Durch neue Subventionen. Dadurch soll das passieren. Ja, wie gesagt, ich bin gescheitert an meinen eigenen. Wir haben 25% Subventionen auf Felder und Produktionen gelegt und das hat nicht gereicht, damit Leute hier sich irgendwas gekauft haben. Aber es darf ja jeder Neue sein Glück probieren. Dann Herr Rasix. Was mit mir? An Sie das Wort. Ich mach nix. Wie an Herr Diesel. Nee. Was ist jetzt Arbeitsverweigerung? Er will sich nicht aufstellen lassen, er hört sich doch so an. Der Neumann hat vorhin gesagt, du wolltest dich aufstellen lassen. Das war ein Gag. Also Herr Diesel. Du bist vielleicht ein Keck. Leucht mir mal den Herrn Diesel an. So, Herr Diesel, Sie sind. Herr Trissler, der belästigt mich. Herr Reusig, möchten Sie in die Sauna den Polizeiwagen eingesperrt werden? Da hat es 40 Grad. Also überlegen Sie sich das. Sag mal, wer hampelt denn hier vor mir rum? Ja, was denken Sie denn? Wer ist denn das? Oh. Der Trissler. Wo ist jetzt er? Jetzt hat der Herr Diesel das Wort. Erstmal Kehle anfeuchten. Und zwar, Herr Trissler, was für eine Farbe hat Ihr Hemd heute? Ja. Weiß vermutlich. Pink! Wir hatten hier pink. Ich hab die ganze Zeit gedacht, Sie wären der Herr Diesel. Hab ich auch gedacht. Ne, blau ist Diesel. Ja, ist schon so dunkel, da kann man das nicht erkennen, ne? Nee. Vor allem sind die alle gleich. Naja, egal. Gut, Herr Diesel. Ja, also auf jeden Fall, ich wollte mich erstmal hier bei allen, die anwesend sind, bedanken für die nette, freundliche Aufnahme hier in der Gemeinde. Auch wenn ich jetzt erstmal sehr viel neu aufbauen muss. Aber ich muss dazu sagen, ich fühle mich hier wohl bei euch allen. Aber um jetzt mal für den Gemeinderat die Stimme zu erheben. Sag mal! Der Arzt hat gesagt, ich muss trinken, tut mir leid. Was machen Sie denn, Herr Varuna? Ich muss was trinken, ich habe mir gerade Wasser eingeschenkt. Herr Diesel, fahren Sie fort. Ja, auf jeden Fall, ich würde für die Gemeinde einführen, dass es eine Straßenreinigungsfirma gibt, dass die Straßen ordentlich gewartet werden, sauber gehalten werden und auch halt mehr Events, wo alle Bauern zusammenkommen können, also alle Landwirte, alle Unternehmen. So wie zum Beispiel so was wie der 1. Mai, so ein Event oder halt ein Schützenfest. Was würde ich halt einführen? Und halt Dorfdekoration, wie zum Beispiel ein paar Blumen auf dem Kirchplatz oder halt einen Trupp, der auch den Bauern unterhilft, wie zum Beispiel der Herr Neumann. Einen großen Dank an den Herrn Neumann dafür, dass er uns Bauern unterstützt mit seinem LU und seinem Landhandel. Vor allen Dingen, ich verdiene nur mein Geld. Ich wollte es gerade schon sagen. Als ob der was umsonst macht, der Geier. Und davon genug, ne? Eierschaukeln? Na. Sag mal. Herr Diesel. Der Hühnerstall hat er nicht. Wollen Sie jetzt hier eine Unterstellung auch noch machen? Nein, so weit. Sag mal, Herr Trissler, können Sie mal vom Tisch runtergehen? Da essen die Leute drauf. Ich hol gleich einen Lappen. Herr Diesel, fahren Sie fort, bitte. Ja, und auf jeden Fall würde ich dann auch ein Therapiezentrum eröffnen wollen. Schwein. Nein. Halt zum Beispiel für welche, die, wie ich jetzt letzte Tage, einen Autounfall oder halt generell psychische Probleme haben, wo sie nicht gern mit anderen Leuten drüber reden, sondern mit so einem Fachmann drüber reden wollen. Okay. Das gut. Gegen die Leute.
Nee, deswegen was anderes. Sorry. Insider. Herr Neumann, Sie sind. Herr Neumann, Sie haben 2 Minuten Redezeit. Maximal. 1, 2. Gut, Feierabend. Minuten, nicht Sekunden, du Held. Okay. Tesla, haben die was verloren? Ja, den Radsex. Sag mal, darf ich jetzt reden oder was? Ja, 2 Minuten laufen schon, ne? Sie haben nur noch 1:30. So schaut's aus. So. Hallo, liebe Gemeinde Grünfederland. Da ich diese. Nee. Hey, Mann. Sind's nur noch 1 Minute. Also. Ich möchte eine Krediterhöhung. Also, dass anstatt 20% vom Hofeigentum, also der Hofwert, dass denn man eine freie Summe wählen kann, die man halt gerade braucht als Kredit. Und würde dann einführen, ab 500.000 Euro, die man als Kredit haben will, muss man einen extra Antrag stellen, weil das muss man dann irgendwann auch mit der Bank klären. Besseres Funknetz würde ich machen. Kreditzinsen senken. Anstatt 10% zum Beispiel 5%. Und für die ist Bauern. Ist das jetzt nur ein Beispiel oder wollen Sie das tatsächlich auf 5%? Auf 5%. Okay. Die Bauern. Mehr Subventionen für neue Maschinen oder Landkauf, unter anderem auch Produktion. Das war mein Schuh. Okay. Gut, dann würde ich in diesem Sinne, Herr Racex. Ja. Vielen Dank. Ich würde auch gern Feierabend. Ich würde auch gern Feierabend machen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben jetzt alle Vorstellungen gehört. Zum einen den Herrn Müller in Abwesenheit, den Herrn, war dann der Herr Racex, der Herr Drissler, den Herrn Racex und den Herrn Diesel. Nicht Racex. Ich habe vorgestellt. Der nicht. Der Neumann. Stimmt. Den Herrn Neumann, den hätte ich doch fast vergessen. Ich hätte es gut gefunden, wenn du dich noch hättest aufstellen lassen. Ey. Ja, Jürgen. Mehr mal. Auswahl, Jürgen. Ja, Auswahl. Ja, hättest du deine eigenen Interessen vertreten können. Guck mal, der Trissler, der will neue Polizeifahrzeuge. Hat erst letzte Woche welche gekriegt. Ich will mal mehr Bauhofmitarbeiter haben. Ja, die kannst du... Ja. Aber es können doch auch moderne Fahrräder sein für die Polizei, oder? Ja, das reicht doch. E-Bikes reicht. Ach, E-Bikes. Sind doch moderne, reicht doch. Brauchen kein T5. Also, wir haben jetzt alle bis nächste Woche Zeit. Dann ist die Wahl. Oder im Laufe der nächsten Woche ist die Wahl. Ist der Trissel jetzt schon abgehauen? Ja, der ist einfach gefahren. Da blinkt schon ein Blaulicht. Auch wenn der mir einen Strafzettel dran. Den werde ich nicht, ne? Ey. Also, das geht ja gar nicht. Nee, das ist respektlos, ey. Haut ab. Nee, also. Gut, ja. Aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut bei dem Dark Racex YouTube vorbei. Und ihr bei Varuna LP und bei Malonation. Bei Malonation auch, weil da kommt jetzt die Tage wieder ein Best-of. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.